Guten Tag und herzlich willkommen zu dem Video. Das ist das Vorvideo. Normalerweise mache ich das immer mit einer anderen Kamera. Heute nicht, denn heute... es ist... süß. Es ist was ganz Cooles passiert, aber jetzt zum Zuge dieses Videos, was ihr gleich sehen werdet, oder dieser Animation. Es haben sich nämlich zwei Animateure, von denen ich beiden schon was hochgeladen habe, zusammengetan und eine Animation gemacht. Finde ich nice. Und das scheint so zu sein, als wäre das ein größeres Projekt, also lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das schon mal gefällt, dann machen die bestimmt auch eine zweite Folge. Ansonsten für euch gilt das gleiche, Leute, wenn ihr animieren könnt, wenn ihr Freunde habt, die animieren können, wenn ihr Kinder habt, die animieren können, wenn ihr einen Vater habt, der animieren kann, sagt dem Bescheid und verwendet gerne alle Szenen von mir für irgendwelche Animationen, wie ihr möchtet, wie ihr lustig seid und dann legt los und schickt mir die einfach per YouTube. Nachricht könnt ihr das Video bei euch hochladen oder auf nicht gelistet, mir den Link schicken und dann gucke ich mir das an und lade das vielleicht hoch. Das Projekt finde ich jetzt mega geil. Wie gesagt, Daumen nach oben, dann lassen wir uns morgen wieder. Entschuldigung, dass heute nur so ein kurzes Video kommt. Ich bin wirklich echt durch. Aber dafür wird morgen umso geiler, denn da gibt es wieder was mit Google und mit YouTuber. Wer weiß, was da passiert. Der leichten und seichten Unterhaltung. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Jump Wars. Heute mit Debito. Hallo. Als Gegner. Peter ist ein begnadeter Jump'n'Runner. Das haben wir bei ihm auf dem Kanal mal getestet vor ein paar Tagen. Und zwar bei Jump League. Da waren wir ziemlich gleich auf, ne, was hier das Jumpen anging. Da dachte ich mir, suche ich mir den Peter doch direkt mal als nächsten Gegner aus für Jump Wars. Das Prinzip ist wie immer ganz einfach. Wir spielen drei Matches. Wer als erste zwei Runden gewinnt, ne, der gewinnt das Duell jetzt hier. Und... Hilfe. Vorsicht, Sie haben es auf uns abgesehen. Ich bin Sturmwaffel aus einer anderen Dimension und unsere Dimensionen sind in Gefahr. Deine Dimension wurde bereits gemutet. Und wir wollen nicht wissen, was mit deiner Dimension noch passieren kann. Es gibt nur eine Möglichkeit, lebend aus der Sache rauszukommen. Escape.